Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute 9 Fakten über Billie Eilish. Billie Eilish ist erst 18 Jahre alt und ihr eilt jetzt schon der Ruf voraus, das Musikbusiness mit ihrem düsteren und abgeklärten Sound verändern zu können. Grund genug, sich einmal näher mit der außergewöhnlichen Singer und Songwriterin zu befassen. Fakt Nummer 1. Billie Eilish hat einen kreativen Background. Ihre Eltern Margie Barrett und Patrick O'Connell sind schauspielerisch sowie als Drehbuchautoren und Musiker tätig. Die Familie wohnt in Los Angeles. Ihr voller Name ist Billie Eilish Pirate Barrett O'Connell. Fakt Nummer 2. Frühe Talente. Billie Eilish hat keine normale Schule besucht, sondern wurde zu Hause unterrichtet. Seit ihrem 8. Lebensjahr sang sie in einem Kinderchor in Los Angeles. Darüber hinaus war das Tanzen ein wichtiger Bestandteil ihres Lebens, bis sie wegen einer Verletzung kürzer treten musste. Fakt Nummer 3. Erste Songs von Billie Eilish. Mit 11 Jahren begann Billie Eilish erstmals eigene Songs zu schreiben und zu singen. Ihr älterer Bruder Finneas unterstützte sie von Beginn an. Er selbst hat eine Band und produziert Musik. Bei ihm kann ich ehrlich sein, weil er mein Bruder ist und ich mich wohl dabei fühle, ihm alles zu sagen, sagt Billie Eilish kürzlich in einem Interview mit Nylon. Ihren ersten gemeinsamen Song, Ocean Eyes, veröffentlichen die Geschwister auf Soundcloud. Wir stellten es mit einem kostenlosen Download-Link online, damit mein Tanzlehrer darauf zugreifen konnte. Wir hatten sogar keine Hintergedanken dabei, aber sozusagen über Nacht hörten es etliche Menschen und sie teilten den Song so eilig gegenüber Teen Vogue. Fakt Nummer 4. Spiel mit der Angst. Ich tue immer das, was mir Angst macht. Ich liebe das Gefühl auszuflippen. In meinem Video glorifiziere ich seit einiger Zeit Ängste, Spritzen und Spinnen zum Beispiel. Fakt Nummer 5. Ernste Miene. Der ernste Gesichtsausdruck sei Billie Eilish und klein fühle. So war ich schon immer, ich lache in keinem Foto. Ihre erste Debüt-EP vom August 2017 trägt deshalb auch passenderweise den Namen Don't Smile at Me. Sie brachte ihr in den USA bereits einen Goldstatus ein. Fakt Nummer 6. Soundtrack-Musik von Billie Eilish. Eilish Song Borrowed wurde auf dem Soundtrack der bekanntesten Teenie-Dramaserie Tote Mädchen lügen nicht auf Netflix vertreten. Fakt Nummer 7. Billie Eilish, ihre musikalischen Einflüsse. Billie Eilish fühlt sich von Musikern wie Tyler, The Creator, Earl, Sweatshirt, Drake, Big Sean, Green Day, aber auch den Beatles und Avril Lavigne so inspiriert, dass sie den Stil der Sängerin beeinflusst haben. Fakt Nummer 8. Billie Eilish hat das Tourette-Syndrom. 2018 offenbarte Billie Eilish auf Instagram, dass bei ihr schon als Kind das Tourette-Syndrom diagnostiziert wurde. Die Sängerin reagierte mit dem Statement auf Videos, die Personen zusammengeschnitten und veröffentlicht hatten, um auf ihre Ticks hinzuweisen. Bei Billie Eilish äußert sich die Krankheit ausschließlich körperlich. Verbale Ticks kommen nicht vor. Ich habe mir selbst beigebracht, die Ticks zu unterdrücken und weiß, wie ich sie mildern kann, wenn ich nicht möchte, dass sie in bestimmten Situationen ablenken. Ich hatte nicht vor, darüber zu reden, aber es ist jetzt an der Zeit. Fakt Nummer 9. Billie Eilish live in Deutschland. Wer sich von den Live-Qualitäten der jungen Sängerin überzeugen möchte, hat noch in diesem Jahr die Chance dazu. Billie Eilish wird auch in diesem Jahr wieder in Deutschland auftreten. So, das war schon wieder mit einer neuen Folge von Einfach Wissen. Schreibt mal in die Kommentare, wie euch die Fakten gefallen haben und schreibt mal, was ihr über Billie Eilish denkt. Ansonsten sage ich bis zur nächsten Folge und ciao.